nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Das hat so, mal gucken, also ich bin gespannt. Also ich habe damals Julians Blog, also ich will jetzt hier nicht den arroganten Pisser raushängen, ne, aber ich habe Julians Blog schon gekannt. Da war er noch nicht mal auf YouTube. Da hatte er dann noch eine Website, auf die er seine Videos hochgeladen hat. Juliansblog.com oder so. Ja, also nur so als Info. Ja, nee, da war der früher mal aktiv und später kam er dann nach YouTube. Und genau, bevor er cool war, war ich da schon am Start, Junge. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was da jetzt rumkommt. Wir schauen jetzt mal. Ich persönlich, ich habe kein Problem mit Julian. Bei mir war es eher so, ich hatte da eher mal, ja, wie soll ich sagen, Digga, mir ist immer ein bisschen leid getan, als ich gesehen habe, wie das JBB so langsam den Bach runtergeht und runterging und auch der Zweitkanal wieder langsam so am Sterben ist oder am Sterben war oder schon gestorben ist. Ich weiß nicht, wie man das bewerten soll. Bei mir ist es immer leid getan, weil Julian war mal riesig, ne? Und ich habe da auch immer aufgeschaut auf seine, wie nennt man das, seine Promo-Skills, ne? Der wusste, wie man sich inszeniert, der wusste, wie man gut Promo macht, wie man gut Hype generiert und so und war da immer sehr, ja, war in der Hinsicht immer jemand, von dem man gut was lernen konnte, also so war mein Empfinden. Von dem her war bei mir schon lange eher der Gedanke, dass ich gedacht habe, Mann, Alter, ich weiß nicht, was bei dir los ist, Julian, ich weiß es auch jetzt nicht, ne, wir haben ja jetzt nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun, ich weiß nicht, ob du das Video sehen wirst, ich weiß ja nicht mal, ob es auf YouTube landet, aber ich kenne dich ein bisschen und ich glaube, bei dir ist irgendwas im Argen und irgendwas nicht, ja, oder war irgendwas im Argen, weil ich kenne dich so nicht, so faul und so Dinge so schleifend lassen. Von dem her, egal was ist, Alter, hoffe ich, dass es dir wieder besser geht oder bald besser geht oder ja, die Situation sich einhändelt. Vielleicht bist du jetzt wieder am Start und ziehst gut durch. Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass das alles wieder wird. Let's go. Einmal rein. Julians Blog Weiberkram 5. Ich kann mich gar nicht mehr an die alten Folgen erinnern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich kenne noch diese ganz legendären Sachen, wo er da auf Zuschauerkommentare eingegangen ist oder dieses Bahn-Ding, wo er da am Ende verurteilt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Weiberkram vorkam bei den alten Folgen. Aber wir gehen jetzt einmal in Folge 5 rein. Ich kenne die auf jeden Fall jetzt. Let's go. Ey, da gibt's direkt schon wieder, ne? Da kriegt man direkt schon wieder so eine alten Gefühle, Alter. Dieses legendäre Intro. Na, mal sehen. Und jetzt geist diese legendäre Stimme, Alter. Julian kommt rein. Lange ist es her. Einige Monde sind vergangen. Ja, ich sagte Monde und nicht Monate. Ich bin jetzt über 30 und über 30-Jährige müssen sich wie Spasten ausdrücken. Das ist Gesetz. Wieso? Das ist true, das ist absolut true. Ich meine, die meisten gucken mir deshalb zu, ja? Die meisten gucken mir deshalb zu. Ich bin den ganzen Tag am Scheiße labern und das ist das, was euch unterhält. Ich weiß es. Die Sache ist, man hört direkt, dass er anders klingt, ne? Also ihr habt es ja angekündigt, aber das stimmt schon. Er klingt irgendwie ein bisschen netter, kann es sein? Er klingt so, so wie so der sympathische Nachbar. Nicht mehr wie der krasse Assi von nebenan, von dem der Angst ist, an dem vorbeizulaufen, weil er dir sonst die Fresse poliert. Aber er klingt so ein bisschen, also damals hätte ich mir gedacht, ja, das ist schon ein arroganter Pisser. Jetzt denke ich mir, oh, ist ein ganz netter Dude, Alter, lass mal einen Kaffee trinken. Was ist da los? Let's go. Ausdrücken, das ist Gesetz. Wie sollen sonst die Millennials sagen können, dass man cringe oder ein Boomer ist? Jedenfalls habe ich mich gefragt, was eigentlich so bei meinem Lieblingsmagazin abgeht. Der InTouch. Wir leben ja in einer Zeit, geil, in der man sich fragt. Da bin ich gespannt, Alter. Fragen muss, warum Papier überhaupt noch existiert. Und deshalb starten wir einfach mal der Internetpräsenz einen Besuch ab, anstatt unnötig die Umwelt mit Altpapier zu belasten. Okay, Greta? Auf intouch.wundervibe.de war das. Ey, jetzt gib mal zu. Wer von euch liest die InTouch? Ich habe hier auch ein paar weibliche Zuschauer. Ihr seid doch hier so typische InTouch-Leser. Ich check das doch direkt, Digga. Für kein Geld der Welt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe diese Seite noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich kenne sie so vom Hören, aber du warst mal in der InTouch? Ich war mal in der InTouch? Wieso war ich in der InTouch? Hab letztens Artikel gefunden. Ich war in der InTouch? Wegen dem Leintes? What the fuck? Das ist ja wirklich geisteskrank. Okay, let's go, weiter geht's. War das schon immer so? Nicht intouch.de, sondern intouch.wundervibe.de? Können wir uns jetzt auf den neuesten Stand bringen, was die wirklich wichtigen Dinge angeht, die in der Welt so passieren. Heftige Attacke. Er schießt gegen Sender RTL. Oha, Digga, was ist da passiert? Diss-Track oder was? Oh, der Bill Kaulitz, Alter. Ist doch Bill, ja, steht da sogar dran. Ja, krass, Mann. Die sind ja echt krass durch die Decke gegangen damals, ne? Bis in die USA oder so und haben da noch voll Karriere gemacht, ne? Wir haben die damals übelst gehatet, als wir noch ein bisschen jünger waren, ne? Da waren das so, jedes Girl stand auf Tokyo Hotel. Da war man auf jeden Fall ein bisschen abgefuckt. Schießt gegen Sender RTL. Oh nein, auch das noch. Bitte nicht ausgerechnet gegen unseren Lieblingssender RTL.
Sender RTL wollte den Zuschauern die Osterzeit mit der Sendung Die Passion versüßen. Stars wie Alexander Klaas, Silla Sahin und Ella Endlich performen. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich kenne Alexander Klaas, weil ich habe damals tatsächlich die erste Staffel DSDS, ja. Ja, ich gestehe, ich bin schon so alt, ihr habt es ja gehört, ich bin über 30, ich habe tatsächlich die erste Staffel DSDS gesehen. Ich weiß, da wusstet ihr noch nicht mal, dass sowas existiert, daher kenne ich den, aber die anderen beiden sagen mir ehrlich gesagt nichts. Silla Sahin sagt mir noch irgendwas, so vielleicht vom Hören, aber Ella Endlich, keine Ahnung. Bomben darin die Jesus-Geschichte als modernes Musical mit deutschen Hits. Auch Durch den Monsun von Tokyo Hotel stand auf dem Programm. Bill Kaulitz, Schmerzensgeld müssten wir kriegen. Bill Kaulitz will Schmerzensgeld dafür, dass RTL für die Passion durch den Monsun performt hat? Schmerzensgeld von RTL? Da hat wohl einer ein bisschen zu viel Julians Block gesuchtet. Denn durch den Konsum von Julians Block wird alles gut. Ja! Bezahl die Klum auf ihr Top. Prinz Harry und Ey, was ist denn da los, Julian, Alter? Machst du jetzt hier, bist ja richtig on fire, Bruder. Jetzt fängt hier eine ganz neue Karriere an, Alter. Album kommt nicht mehr. Die Gesangskarriere startet. Let's go, das müssen wir uns mal reinziehen. Schmerzensgeld von RTL? Da hat wohl einer ein bisschen zu viel Julians Block gesuchtet. Denn durch den Konsum von Julians Block wird alles gut, Spritz-ID, Klum auf ihr Top, Prinz Harry und... Aber er hat sich Mühe gegeben, find's nice. Ich würd's echt geil finden, wenn er wieder durchzieht, so. Ey, ich drück ihm die Daumen. Let's go weiter. Und Herzogin Meghan, Trennung, sie sind mit ihren Träumen gescheitert. Ist es so? Junge, so oft, mein Kiefer tut mir... Ja, ich bin, glaube ich, wirklich der unmusikalischste Mensch der Welt. Deswegen ist es so, tut's mir so weh, dass mittlerweile diese musikalische Richtung im Deutschrap so beliebt ist. Weil das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich kann. Ich kann Texte schreiben und rappen. Da muss man nicht so musikalisch sein. Da spricht man einfach was ins Mikrofon. Ich werde mal mit Julian reden. Vielleicht gibt er mir Gesangsunterricht. Gescheitert. Ist es soweit? Haben sie sich getrennt? Hier bei Julians Blog erfahrt ihr es zuerst aus zweiter Hand. Oh, dieser Dreck. Ey, das nervt mich bis heute noch. Dieses Dreckskönigshaus. Selbst meine Mom früher mit Prinzessin Diana und so, ne? Das hat mich nie gejuckt. Wen jucken diese Spacken? Wen juckt das so? Ist mir scheißegal. Irgendein Adelstitel. Geh mir aus dem Weg, Junge. Das juckt mich nicht die Bohne, Mann. Wer liest sowas? Wer guckt sich sowas an und denkt, ah, der Prinz Harry. Der Prinz Harry und die Herzogin Meghan. Ach Mensch. Was geht so ab in deren Leben? Junge, es gibt nichts, was mich weniger interessiert, ob du tot bist oder lebst. Du Wichser, Herz reißt mein Herz in zwei. Millionen Splitter aus die sind schwer wie Blei. Millionen Gedanken. Wer weiß, was es ist? Welcher Song war das? Das wissen wieder nur die über 30-Jährigen. Weiter. Hier bei Julians Blog erfahrt ihr es zuerst aus zweiter Hand. Es wird nicht ruhig bei Herzogin Meghan und Prinz Harry. Warum sollte es denn auch ruhig sein? Meghan ist ziemlich heiß und wenn Harry nicht 24/7 dafür Sorge trägt, dass man das Bett durch den ganzen Palast quietschen hört, dann würde ich ihn für einen ganz schönen Dulli halten. Nachdem die beiden der britischen Krone den Rücken zugekehrt haben, scheinen sie nirgends richtig anzukommen. Während sie zuerst in Kanada ihr Glück als Wahlheimat probierten, ging es kurze Zeit später nach Kalifornien. Doch auch im Sonnenstaat konnten die beiden bis jetzt nicht wirklich Fuß fassen. Folgt deswegen jetzt auch der Umzug nach New York? Boah, das ist so wichtig, dass wir das alle auch wirklich erfahren. Und ich finde es gut, dass Julian jetzt sich wirklich um die wichtigen Dinge im Leben kümmert. So, dass wir da auch wirklich aufgeklärt werden, ne? Was mit Prinz Harry und der Meghan, was da los ist, so, das ist wichtig. Ganz nach dem Motto, neue Stadt, neues Glück. Das klingt ja alles mega spannend und hochinteressant, aber war nicht von Trennung die Rede? Harry und Meghan planen einen Neuanfang. Wie nun eine Quelle gegenüber Globe berichtete, haben Meghan und Harry den Entschluss gefasst, die Trennung von Kalifornien voranzutreiben. Digga, die sind ja noch schlimmer als ich mit Clickbait. Die haben ja Clickbait komplett durchgespielt. Ich dachte, ich wäre schon im Endlevel. Ich dachte schon, ich wäre im Endlevel angekommen. Aber die treiben es ja nochmal ganz auf ein ganz neues Level, Junge. Ha, wie geil. Wie dreist. Oh nein, die Trennung von Kalifornien. Die Überschrift ist ja kein bisschen irreführend. Es ist von Trennung die Rede und von gescheiterten Träumen, weil die beiden... umziehen? Angeblich soll es für das Paar von der Westküste an die Ostküste nach New York gehen, da sie in Los Angeles und Umgebung keine wirklichen Erfolge erzielen konnten. Was soll das bedeuten? Keine wirklichen Erfolge. Sind nicht beide reich und arbeitslos? Was für Erfolge waren denn gemeint? Ein schönes Blumenbeet und das kalifornische Wetter war zu trocken dafür? Durch einen Insider heißt... Luxusprobleme, Mann. Die Armen, jetzt müssen die wirklich umziehen und müssen da ein Umzugsunternehmen beauftragen, die all die Sachen schleppen. Ich wette, die haben noch nie in ihrem Leben einen richtigen Umzug gemacht.
Die waren noch nie zu Hause und mussten Kartons schleppen in die andere Wohnung. Wer das einmal erlebt hat, der weiß, was es bedeutet, Freunde zu haben. Wenn ihr das nächste Mal umzieht, schreibt alle eure Freunde an und ihr wisst, wie viele Freunde ihr wirklich habt. Und ich verspreche euch, es sind weniger als 3. Ist es nun? Sie haben große Pläne, König und Königin der Stadt zu werden und da erfolgreich zu sein, wo sie in Hollywood kläglich versagt haben. Die Quelle ergänzt, es gibt einen Grund, warum sie nicht auf den wichtigsten Dinnerpartys und Events zu sehen sind. Und es heißt, es ist nicht ihre Wahl. Sie wurden zu den meisten dieser Events, bei denen Leute wie Tom Hanks und seine Ehefrau, die Spielbergs, die Obamas und andere Hollywood-Superstars zusammenkommen, nicht eingeladen. Und wie er das aber auch wirklich komplett durchzieht, ne, und komplett vorliest. Wie er das wirklich komplett durch... Ich dachte so, das wäre der erste Teil des Videos. Er liest einfach komplett diesen Artikel vor. Das ist das Video. Das ist ja wirklich Endlevel-effizient, Videos zu machen. Das ist ja fast schon auf so einem Stream-Level, Alter. Andere Videos angucken und kurz was dazu sagen. Das ist schlau. Das hatten sie erwartet. Autsch, ehrliche Worte, die zeigen, Harry und Meghan haben sich ihr Leben an der Westküste ganz anders vorgestellt. Ob die beiden wohl wirklich den Schritt in Richtung New York wagen, wir können gespannt sein. Moment mal, der Umzug nach New York ist nicht mal eine Tatsache? Also wenn es keinen Umzug nach New York gibt, also keine in Anführungszeichen Trennung von Kalifornien und keine tatsächliche Trennung ohne Anführungszeichen, dann besteht dieser ganze Artikel aus völlig aus der Luft gegriffenem Unsinn? Ja, ja. Also das hätte ich von einem seriösen Magazin wie der InTouch jetzt nicht erwartet. Wenn man sich heutzutage nicht mal mehr auf die ehrlichen Worte eines anonymen Insiders verlassen kann, worauf kann man sich denn dann noch verlassen? Enttäuschend. André Mengold, jetzt lässt er die Bombe... Oh nee, oh geh mir weg mit dem Vogel. Weiter, Junge, den kenne ich sogar. Schande über mein Haupt. ...beplatzen. Wer? Sarah... Scheiße, Mann, ich hätte es nicht zugeben sollen, dass ich den kenne. Das war ein Front in mein eigenes Gesicht. Scheiße, Bruder, ich kenne den nicht. Lass die Bombe platzen. Wer? Sarah Mangione und Bastian Bielendorfer. Wer? Ja, es ist wahr. Ich liebe ihn. Wer? Wer? Ja? Wer? Kenn ich wirklich nicht. Wer? 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 Ja, ah, schade, Mann. Schade, dass es vorbei ist. Ist schön, Julian mal wieder zu hören, so in seiner alten Form. Auch wenn er ein bisschen anders klingt. Ich weiß schon, was ihr meint. Ja, klingt schon weitaus netter, ne? Ich weiß, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, ne? Wegen, über diese ganze Julians-Blog-Situation oder diese ganze Battle-Situation. Und da kam ja auch öfter zur Sprache, also ob das überhaupt Zukunft hätte, ne? So diesen wirklich... extrem harten Stil von früher noch zu fahren. So, weil wir wissen, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Also ich glaube, da würde heute ganz schön schnell weggecancelt werden, weil das ist ja nun mal heute, na, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob er deswegen vielleicht so ein bisschen mehr in diese Schiene gegangen ist oder ob sich vielleicht auch was an seiner Einstellung so geändert hat, durchs Alter oder sowas oder andere Erfahrungen. Ich meine, er hat ja auch in diesen Battle-Turnieren ja so neue Regeln eingeführt, ne? So mit, man darf keine Bilder mehr leaken und so ein Zeug, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber ja, eigentlich gar nicht passt zu diesem alten Konzept, ne? Also so dieses alte JBB hat ja quasi davon gelebt, Karrieren zu zerstören, so in Anführungsstrichen, ne? Also so ekelhaft wie möglich. Vielleicht, wer weiß, vielleicht macht er jetzt wirklich regelmäßiger Videos und das nächste Video geht dann wieder so richtig in die Fresse. Oder er hat sich davon verabschiedet und versucht eher so mehr in diese Comedy-Schiene. Ich meine, das war schon immer Comedy oder lustig, aber auf eine nettere Art. So, weil ich wüsste auch nicht, ob das alte wirklich noch so heute funktionieren würde. Aber Daumen hoch von mir, lasst einen Kommentar da, Leute, wir pushen Julian wieder hoch, ja, er hat mich groß gemacht, ich mach ihn groß, Julian, keine Sorge, wir bauen dich wieder auf. Ich werde diesen Link jetzt in meinen Chat posten und danach bist du in den Trends, Junge, ja, so, die nächsten 2-3 Videos werden auch noch gepusht und dann pushst du mich mal wieder, okay, machen wir so auf Fairness-Basis. Was ist denn jetzt hier gewesen? Warte mal, ich war in der InTouch, wo ist das? Ah, hier, dankeschön, InTouch. Von Wundervibe.de, Liont, Rapper Gio und Fortune machen mobil gegen den YouTuber. Schon häufig sind vor allem große YouTuber wie Sami Slimani, Herr Tutorial, so kenne ich den, Dagi B und Bibi in die Kritik geraten. Nein, der Vorwurf ist, sie würden den meist sehr jungen Fans und Zuschauern mit Merchandise, geschicktem Product Placement und Gewinnbeteiligungsdeals das Geld aus der Tasche ziehen. Okay, wir ziehen mal durch. Die Werbung und das Product Placement an sich sind jedoch nicht Gegenstand des Vorwurfs. Die ganze Werbegeschichte bei YouTube ist mittlerweile fast so normal wie der Sponsor, auf dem ein Fußballtrikot steht. Der auf einem Fußballtrikot steht. Erklärt YouTuber und Promi Big Brother Gewinner Aaron Troschke.
Was mischt sich der Aaron denn da jetzt ein? Was will der denn da auf einmal? So gibt es sogar schon Vermittlungsplattformen für Product Placement bei YouTube. Während bei den Beauty-Tutorials vermehrt auf Product Placement gesetzt wird, gehen vor allem die männlichen YouTuber eher in Richtung Musik und erweitern ihr Geschäftsgebiet mal besser, meist schlechter auf Musikverkäufe und Konzerte. Als YouTuber Lined, in Klammern der Freund von Dougie B, sich mit seinem Rap-Album auf Platz 1 der Hip-Hop-Charts drängte, stank das der eingeschworenen Hip-Hop-Szene gewaltig. In zwei ausladenden Diss-Tracks von Gio und dem jungen Hamburger Fortune, heute würde das da nicht mehr stehen, ne? Heute würde das stehen, dem alten Hamburger, Junge, ist die Message klar. Jetzt mal ganz kurz. Ich weiß, dass Fortune damals auch einen Diss hatte, aber war der so groß? Ich hatte so das Gefühl, dass der damals voll unterging, weil meiner so krank durch die Decke ging, aber gut. Sie werfen dem YouTuber vor, Hip-Hop und den Rap als weiteres Geschäftstool zu missbrauchen und damit nur weiter den Kids das Geld aus den Taschen zu ziehen. Mit ihren Tracks treten Gio und Fortune eine ganze Lawine an genervten Hip-Hop-Fans los, die Accounts von Lines shitstormen. Bislang geht er noch vermeintlich entspannt mit den Angriffen um, scheint aber doch ganz froh zu sein, dass sich seine Community vor ihn stellt. Häufiger richtet er in den letzten Tagen seinen Dank an die Fans. Das ist so krass, der sah damals schon aus wie ein 12-Jähriger, ne? Also no front, aber der sieht so jung aus. Das ist echt krass, selbst heute sieht er noch jung aus, aber ist der älter als ich, wusstet ihr das? Egal, anderes Thema. Ja, also ich war mal offiziell in der InTouch, hoffen wir mal, dass das nicht Julian findet. Sonst bin ich am Arsch. Nächste Folge. Wir sind Gamer, wir zocken jeden Tag von Formel 1 über Tekken bis zu GTA. Wir sind Gamer, es wird gleich gezockt, egal ob Sony, Nintendo oder Microsoft. Wir sind Gamer, ja wir lernen schnell, scheiß mal auf Cheater, Camper und RTL. Wir sind Gamer und weil ich selber bin, gibt es diesen Song aus dem Grund, dass wir Gamer sind.